hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in diesem Video geht es um diesen alten Gaming-PC. Der soll verkauft werden. Ja, und ich dachte mir so, da war jetzt Windows 10 drauf. Hier formatiere ich alles und packe da einfach Ubuntu drauf. Zu Testzwecken habe ich da jetzt auch nochmal Windows nochmal neu drauf installiert. Und eine Art Dual-Boot-System jetzt hier integriert. Ja, das ist ein alter Acer-PC aus dem Jahre 2014. Und der hat so in etwa diese Spezifikationen. Ja, 16 GB RAM, da steht zwar noch 8 GB drauf. Aber da wurde mal aufgerüstet auf 16 GB. Hat zwei Festplatten, also zwei SSD-Platten. Ursprünglich war da mal eine HDD-Platte drin, aber es sind da mittlerweile zwei SSD-Platten drin. Ja, und das Besondere ist vielleicht noch die Grafikkarte, eine GTX 1060 3 GB. Und als Prozessor müsste da ein i7 drin sein, 7700 mit 8 Kernen. Ja, und wie gesagt, dieser PC, der wird komplett gelöscht und formatiert und so weiter, dass alle Daten weg sind. Aber vorher werde ich noch ein paar Experimente durchführen, wie jetzt zum Beispiel mit Dual-Boot-System. Ja, und dieser Desktop-PC, der wird von Ubuntu 22.04 auf 23.10 abgegradet. Ja, und darum geht es heute in diesem Video. Jetzt möchte ich ganz gerne Ubuntu auf die Version 23.10, müsste die aktuelle sein zur Zeit des Videos. Ja, 23.10. Darauf möchte ich Ubuntu installieren. Ich öffne mal kurz ein Terminalfenster. So, wo sind wir denn hier? Ich gebe mal einen Rechner. Wir haben die Version Ubuntu 22.04.3 als LTS-Version mit dem Kernel 6.2. irgendetwas. So, und das möchte ich jetzt updaten auf die aktuellste Version. So, wie gehe ich da am besten vor? Da muss ich aber erstmal überlegen, wie das nochmal war. Man könnte das Ganze einmal über ein Terminal lösen oder grafisch. Wir machen das mal grafisch. Genau, wie komme ich da nochmal rein? Zum Beispiel über zusätzliche Treiber. Kommt man da rein? Genau, Anwendungen und Aktualisierungen. Da kann man, glaube ich, auch so reinkommen. Ne? Wenn ich jetzt Anwendung eingebe. Genau, Anwendung und Aktualisierung. So wäre der richtige... die richtige Bezeichnung für dieses Programm. Dann schauen wir mal. Hier passt alles. Chrome habe ich noch als Quelle hinzugefügt. Sieht man hier vorne links ja auch in der Taskleiste. Genau, und ich gehe jetzt auf für jede Version. Genau, ich möchte jede Version, alle Updates möchte ich mitnehmen. Das Ganze natürlich mit dem Passwort bestätigen. Automatisch runterladen und installieren. Ich lasse das einfach mal so. Alle Aktualisierungen. Alles, ich will alles haben. Gib mir alles. Genau, zusätzliche Treiber ist klar. Hier habe ich den Nvidia-Treiber installiert. Vorab veröffentliche Aktualisierungen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier auch einen Haken machen muss. Ich glaube aber nicht. So, dann gehe ich auf Schließen. Sudo apt-get brauche ich ja nicht mehr. Also sudo apt update. Update und sudo upgrade. Richtig geschrieben? Jo, dann kann ich es abschicken. Aber mal gucken, ob das vielleicht schon reicht. Passwort habe ich natürlich falsch eingegeben. Wie soll es auch anders sein? So, er sagt nichts available. Okay. So, ich starte meinen Upgrade Manager. Aktualisierungserweiterung, war das der hier? Genau, jetzt tut sich was, ne? War das schon alles? Genau, das ist schon alles. Die Anwendungen auf diesem Rechner sind aktuell. Allerdings ist Ubuntu 23.04 jetzt verfügbar. Sie haben 23.04. Okay, ich kann jetzt nicht direkt auf 23.10 springen. Ich muss also erst den Sprung über 23.04 machen. Okay, ich klicke hier einfach auf Aktualisieren. Und jetzt warte ich den Installationsprozess ab. Einmal vorher natürlich mein Passwort eingeben. Mein mega geheimnisvolles. System aktualisieren. Ja, okay, das wäre jetzt die grafische Variante. Mal gucken, vielleicht mache ich gleich,
wenn ich von 23.04 auf 23.10 umswitche, das Ganze beim Terminal. Okay, das ist eigentlich nur ein Hinweis, kann man eigentlich ignorieren. Es wird ein bisschen was heruntergeladen. So, jetzt kann man noch ein bisschen Details einmachen. Was wird da aktualisiert? Oh, das ist schon so einiges, ne? Ich überfliege das mal so ganz gerne. Der Dconf-Editor wird ins aktualisiert. Okay. Das gute Microsoft-Programm. Aus vergangenen Tagen quasi. Ja, diverse Gnome-Anwendung ist klar. Muss hier GPS-Bubble, das ist für mich interessant. Was wäre noch interessant? Oder zumindest für mich interessant. Bei euch kann das natürlich ganz anders aussehen. Ja, Language-Updates. Die Mutter aller Mutter bekommt auch ein Update. Okay, das ist, glaube ich, meine ich auch mit Wayland, hängt das ein bisschen mit zusammen. Ja, entfernt, nicht installiert, etc. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Vielleicht kann man hier auch das Befehlsfenster mal öffnen. Ah ja, das finde ich immer interessanter. Dann kann man so ein bisschen so gucken, was überhaupt hier so alles passiert. Ist manchmal ganz interessant, wenn man da so ein bisschen mitliest. Mit den meisten Sachen kann ich zwar nichts anfangen, aber ein oder andere Interessante entdeckt man da manchmal schon. Und wenn er hängen bleibt, dann ja, kann man, dann weiß man wenigstens, wo der hängen bleibt, beziehungsweise so sieht man natürlich dann auch prima, ob sie überhaupt noch was tut. Und deswegen habe ich das immer ganz gerne. Deswegen mache ich das auch am liebsten in der Konsole. Und ich meine, in der Konsole laufen solche Prozesse auch ein bisschen stabiler. Das kann aber auch nur ein subjektives Empfinden sein. Ja, ich würde sagen, ich lasse ihn jetzt hier nochmal so ein bisschen rumrödeln. Und sobald es etwas Neues zu berichten gibt, melde ich mich nochmal. Ja, jetzt wäre gerade so ein Moment gewesen, wo sich minutenlang nichts getan hat. Und da wird man dann, genau, jetzt kommt auch die Fehlermeldung. Okay, wie gehen wir damit um? Wir machen mal senden und natürlich für Zukunft merken. Passwort, das Passwort ist jetzt für senden. Da steht es wieder, Nvidia-Treiber wird installiert. Ah, da und da. Wenn man schnell guckt, kann man was ergattern. Gut, ich würde sagen, ich melde mich, sobald wieder etwas Neues zu berichten gibt. So, jetzt beginnt wohl das Aufräumen. Ja, und danach wäre schon Rechner neu starten. So, nachdem er jetzt minutenlang rumgerödelt hat, kommt diese Meldung hier. Ja, die veralteten Pakete, die können, denke ich mal, alle weg. Ich fackel da nicht lange und dann kann es hier dementsprechend weitergehen. So, das war's. Jetzt haben die auf die Uhr geschaut, wie lange es gedauert hat, aber es waren da so ein paar Unterbrechungen und da habe ich nicht sofort reagiert auf die Eingabeaufforderung. Insofern kann man das jetzt schlecht sagen, wie lange es gedauert hat. So, dann halte ich mal diesen Augenblick fest. Ubuntu 23.04 ist jetzt neu gestartet und an Group hat sich nichts geändert. Ich klicke einfach mal auf Enter. Das ist jetzt auch ungeschnitten, das ging jetzt ruckzuck. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Mein Hintergrundbild ist jetzt weg. Ich starte jetzt sofort OBS. So, da wäre ich wieder da. So, Ubuntu 23.04 ist neu gestartet und wir schauen mal sofort nach, ob auch alles ordnungsgemäß installiert wurde. Ich gebe einen Rechner. Und wir sehen da Ubuntu 23.04. Prima. Der Kernel hat sich wohl nicht verändert, meine ich. Oder wenn dann nur unwesentlich. Die beiden Zahlen, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich schaue für alle Fälle nochmal in den Einstellungen nach. Bei Info. Und auch hier steht Ubuntu 23.04. Dann würde mich noch interessieren, ob das mit dem Treiber auch geklappt hat. Einmal können wir über Nvidia Settings gehen. Hier wird auch alles korrekt angezeigt. Beenden und aktualisieren und Anwendung, beziehungsweise Anwendungen und Aktualisierungen. Zusätzliche Treiber
und auch hier ist nach wie vor der Treiber aktiv. Sehr gut. Ich gebe mal ein sudo update. Und sudo upgrade. Da sagen wir noch einmal ja, da sind dann doch noch ein paar Aktualisierungen, die dann noch im Nachgang kommen. So viel Zeit muss sein. Damit wäre das System jetzt aktuell. Ich kläre nochmal eben den Bildschirm. Und jetzt gebe ich mal den Befehl ein zum Aktualisieren auf eine neue STS-Version. Sudo apt. So, wie war der Befehl nochmal? Da schauen wir nochmal ganz kurz nach in Ubuntu Users. Und irgendwo steht hier der Befehl. Genau, do-release upgrade. Den Befehl brauchen wir. Okay, dann machen wir das mal ohne apt. Ja, so ist der Befehl wohl richtig. Er möchte, dass ich nochmal alles update. Gut, dann machen wir das. Jetzt versuchen wir es nochmal. Gut, ich mache einfach mal einen Neustart und vielleicht funktioniert es ja dann. So, ich starte wieder ein Terminalfenster und jetzt versuche ich, ach komm, mal ein bisschen größer hier. Noch einmal mit sudo do release upgrade das System neu zu upgraden. Bitte installieren Sie alle erhältlichen Aktualisierungen für Ihre Version, bevor Sie eine Systemaktualisierung durchführen. Okay, hier steht im Wiki eindeutig, dass beide Varianten gehen. Einmal die Variante grafisch und einmal die Variante über einen Terminal-Befehl. Aber er möchte immer noch, dass ich irgendwelche Aktualisierungen durchführe. Ich schaue mal, ob noch irgendwo etwas schlummert. Hier steht auf dem neuesten Stand. So, es tut was. Er sucht auf jeden Fall nach Upgrades. Okay, es ist wohl nur eine Teilaktualisierung möglich. Ja gut, dann machen wir es halt eben einfach. Ich gehe einfach mal auf Fortsetzen oder auf Teilsystemaktualisierung. Wir fangen mal mit dem Teil an. Nehmen wir mal die goldene Mitte. Ein ähnliches Fenster, es ist ein bisschen kleiner. Und er fragt nochmal nach, Systemaktualisierung beginnen. Ich sage natürlich. Und das scheint diesmal etwas schneller zu gehen. Das wird wohl nur eine minimale Aktualisierung sein, vermute ich einfach mal. Na, Befehlsfenster könnten wir eigentlich mal einblenden. Das Fenster auf Position bringen und dann mal schauen, was jetzt passiert. Okay, er beginnt wieder. Er ist beim Aufräumen. Gut. Ja, nicht benötigte Pakete, natürlich sollen die weg. Was sollen wir damit, ne? Kernel 6.26? Hatte ich nicht vorhin irgendwie... Hatte ich doch 2.39 oder so, ne? Egal, ich mache jetzt einen Neustart. Da wäre ich wieder zurück nach einem Neustart und ich schaue natürlich sofort nach, wo wir jetzt hier sind. Wir sind bei 23.04 nach wie vor, daran hat sich schon mal nichts geändert. Ich gebe wieder den Do-Release-Upgrade-Befehl ein. Ah ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich klicke natürlich auf Ja. Und jetzt haben wir das Ganze als grafische Option. Ich mache den Bildschirm mal ein bisschen größer. Na komm, machen wir mal richtig schön groß den Bildschirm, damit man besser was lesen kann.
Okay, sehr interessant. Was steht hier geschrieben? Das Installieren der Systemaktualisierung kann mehrere Stunden dauern. Sobald das Herunterladen abgeschlossen ist, kann der Vorgang nicht abgebrochen werden. Ich drücke natürlich auf Ja, ich bin mir dem bewusst. Also hier steht mehrere Stunden. Also ich behaupte mal, dass das nicht so sein wird. Ich achte mal eben auf die Uhr und dann bin ich mal gespannt, wie viel es in echt dauert. Oh, stopp. Da stand was. Da muss ich mal eben zurückscrollen, wenn das geht. Irgendwas habe ich da gelesen. Group. Genau. Und Terminal. Ja gut, ich denke mal, im Endeffekt wird jedes Paket aktualisiert. Ist vielleicht jetzt auch nicht jetzt so was Besonderes. Und auch mein Lieblingsthema hier, Wayland, ist auch mit am Start. Stopp, ich muss da nochmal reingerätschen. FDIS gibt es wohl. Muss man gleich darauf achten, wenn ich das Video schneide, ob sich da etwas in der Version da getan hat mit meinem Lieblingsprogramm FDIS. Ja, was ich schon zu Windows 3.11 Zeiten irgendwie schon benutzt habe. Ja, manche Dinge ändern sich halt eben nie. Interessant, interessant. Und da komme ich nochmal aus dem Off. Nvidia-Treiber wird auch aktualisiert oder einfach nur angepasst. Das wäre die 3.35er Version. Die hatten wir, meine ich, vorhin auch. Also ist das wohl nur eine angepasste Version auf Ubuntu 23.10. Und hier kann man ziemlich schon lesen, dass alles Richtung 23.10 vorbereitet wird. Ja, manche Leute lesen Romane oder irgendwelche schlauen Sachbücher und als Tuxer liest man natürlich Installationshinweise. Das ist genauso interessant wie ein richtiger Krimi. So, jetzt kommt die Linux Firmware. Jetzt wird es ganz interessant hier. Spannend, was jetzt passiert. Unser Update-Krimi geht weiter. Jetzt kommen die Moduls Extras, was das auch immer sein mag. Klingt auf jeden Fall interessant. Und hieran erkennt man natürlich auch, dass auf 23.10 abgegradet wird. Ubuntu Mantic. Oh, ihr habt was entdeckt. Ihr habt was entdeckt. Ich habe was entdeckt. QMap Map-Check. Mein Lieblingsprogramm wird auch aktualisiert auf die Version 1.17. So viel kann ich jetzt schon mal erkennen. Ja, jetzt muss man schon schnell das Auge haben. Ja gut, ich denke mal, jetzt wird das installiert, was gerade runtergeladen wurde. Also wiederholen sich jetzt die Einträge indirekt. So, ich habe mal ein neues Terminalfenster geöffnet und jetzt gebe ich mal hier ein LSB Release-A. Und hier haben wir Ubuntu 23.10 stehen. Wenn ich meinen Superbefehl Rechner eingebe, haben wir genau das Gleiche da stehen. Muss auch, weil hierhinter steckt auch Release-A oder LSB-Release-A steckt hierhinter. Genau. Und der Kernel ist aber, meine ich, gleich geblieben. Da hat sich nichts dran geändert. Gut, wir schauen auch nochmal in den Einstellungen hier. Ich denke mal, hier könnte vielleicht noch die alte Version drin stehen, weil ich muss bestimmt erst einen Neustart machen. Nein, hat er auch schon aktualisiert. 23.10. Ich mache trotzdem mal einen Neustart, damit auf jeden Fall alle Aktualisierungen auch aktiv werden. Ich denke mal, das macht Sinn. Ich wurde zwar jetzt hier nicht aufgefordert. Oh, doch, jetzt kommt hier noch eine Aufforderung. Gut, dass ich das Fenster noch nicht geschlossen habe. Was möchte er jetzt von mir? 32-Bit Nvidia-Treiber benötigt. Ja, dann, wenn er benötigt ist, dann machen wir das doch, ne? Dann machen wir das. Okay, die Installation ist noch nicht ganz abgeschlossen. Da habe ich noch was entdeckt, da habe ich noch was entdeckt. Und zwar wird auch Java aktualisiert. Ne, Java 11 bleibt, also wird es nur an Ubuntu 23.10 angepasst. Auch gut. Ah, ich sehe was Neues.
ein neues Zeichen. Gut, ich und die Gliederung hier ist anders. Die Icons sind anders. Steam sieht anders aus. Okay. Jetzt sich doch optisch einiges getan. Ich öffne wieder OBS. Ich sehe gerade hier oben rechts in der Ecke, das Mikrofon ist jetzt auf Orange. Okay, damit man vielleicht besser erkennen kann, dass ich on the air bin. Nach wie vor Version 23.10. So, dann schauen wir einmal nach. Ubuntu 23.10. So, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich beende jetzt das Video. Also, was habe ich gemacht? Ich bin von Ubuntu 22.04, Point Release 3, bin ich jetzt umgeswitcht auf Ubuntu 23.10. Das Ganze kann man nicht direkt machen, sondern man muss den jede einzelne STS-Version muss man mitnehmen. Das heißt, erst die Version 23.04 und von 23.04 dann auf 23.10. Es war einfach nur ein Experiment. Ja, es funktioniert. Man kann auch über mehrere Versionen kann man diese Upgrades durchführen. Einmal grafisch und einmal halt eben auch textbasiert. Obwohl beim letzten Mal textbasiert, hat jetzt bei mir nicht so hundertprozentig funktioniert. Das war ja eher so ein Mix aus Grafik und Text. Aber zumindest ist es möglich. Ob jetzt so rum oder so rum, unterm Strich kommt genau das gleiche mal raus. Wenn die gleichen Befehle ausgeführt, nur einmal meine GUI drum und das andere mal halt eben dementsprechend nicht. Ja, macht das Ganze Sinn? Ich würde sagen, nein. Also es geht nichts über eine saubere Neuinstallation, auch von der einen Version auf die andere. Ich habe es eigentlich immer so gehandhabt, dass ich alle 6 Monate mir die aktuellste Version runtergeladen habe und dementsprechend neu installiert habe. Das dauert 10 Minuten und ein paar Einstellungen muss man natürlich dann nochmal vornehmen, ein paar Programme dann dementsprechend aus dem App Store installieren. Aber unterm Strich bin ich der Meinung, dass nichts über eine saubere Neuinstallation geht. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!